Ja, herzlich willkommen an der Hochschule Mittweida und beim Institut für Kompetenz, Kommunikation und Sprachen, IKKS, in dessen Namen ich Sie heute hier alle ganz herzlich begrüßen darf zum dritten Teil unserer Ringvorlesung in diesem Semester, Zeiten wenden. Der Rektor lässt sich herzlich entschuldigen. Er kann heute ausnahmsweise mal nicht kommen. Ich darf also auch das Rektorat hier vertreten. Ich freue mich, dass Studierende gekommen sind, dass Kolleginnen und Kollegen da sind von der Hochschule. Ich freue mich, dass wir auch also Gäste haben, fast aus ganz Sachsen. Nämlich hier hat heute der Arbeitskreis Studium Generale von Sachsen getagt. Wir haben also auch Kollegen da aus Leipzig, zwei Hochschulen, Zittau und Dresden, die hier auch hergekommen sind. Und ich freue mich natürlich besonders darüber, dass auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hier aus der Stadt Mittweida erschienen sind. Ich glaube, das ist das Wichtigste an dieser Ringvorlesung, dass wir alle gemeinsam auch miteinander ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und insbesondere nach der Pandemie hier auch etwas aufbauen, dass diese Kultur weitergepflegt wird. Ich glaube, wir haben hier in Mittweida ein Pfund, mit dem wir gemeinsam wuchern können in der Hochschulstadt. Ja, wir haben die Ringvorlesung begonnen mit einer Einführung von mir zum Zeitenwenden. Wir haben uns in der letzten Veranstaltung mit dem One Health Ansatz und Zoonosen auch im Hinblick auf Pandemien beschäftigt. Und heute ist wieder das Thema Außenverteidigungspolitik im Mittelpunkt. Ich freue mich besonders, begrüßen zu können hier Professor Dr. Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München. Er ist dort seit 2007 Professor für internationale Politik. Ich mache die Vorstellung sehr kurz, weil ich glaube, er ist den meisten von uns auch aus den Medien hinreichend bekannt, in zahlreichen Gremien tätig und als Experte gefragt, auch Berater der Bundesregierung. Wir haben ja also einen hochkompetenten Referenten zum Thema. Und ja, der Begriff Zeitenwende hat ja begonnen eigentlich in der Außen- und Verteidigungspolitik, jedenfalls insofern er wahrgenommen wurde und jetzt in aller Munde ist. Den gab es ja vorher auch schon, hatte ich ja einiges dazu gesagt. Und Zeitenwenden haben wir ja mit Absicht auseinandergeschrieben. Ich hatte so die Bilder von Verkehrspolitik oder Verkehrswenden so im Kopf. Heute so in Vorbereitung auf diesen Termin, so geistig ist mir der Bereich der Architektur auch in den Sinn gekommen. Es gibt immer so Bilder in Politik und manchmal treffen sie zu und manchmal nicht. Ne? Der Carlo Masala hat da auch einen Artikel in der Zeit dazu veröffentlicht, wo er aussah. Mit den Begriffen ist das so schwierig. Die sind immer Begriffe, aber sie sind ja nicht die Realität. Und manchmal ist das auch bitter zu erkennen, dass etwas nicht die Realität ist. Ich sage einmal, der Zusammenbruch des, also der Architektur, der europäischen Sicherheitsarchitektur, wovon der Begriff ist. Gorbatschow hat einmal den Begriff des gemeinsamen Hauses Europa gewählt. Das ist die Frage, also hat dieses gemeinsame Haus jemand verlassen oder steht es gar nicht mehr? Ne? Wie sieht's mit den Wohnungen darin aus? Europäische Sicherheitsarchitektur, der Aufbau einer neuen Friedensordnung wäre schön. Nach dem Krieg? Wann ist denn nach dem Krieg? Wie kommen wir an das Ende des Krieges? Ich könnte Fragen über Fragen anschließen. Das würde uns aber langweilen und uns die Zeit mit dem Referenten nehmen. Und deswegen sage ich einfach mal, ja, es wird eine Zeit nach dem Krieg werden. Irgendwann wird dieser Krieg enden. Wie kommen wir dahin? Und wie geht's dann weiter? Ein paar Punkte vielleicht von Carlo Masala. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank, lieber Christoph. Falls Sie es noch nicht wissen, wir kennen uns vom Studium. Wir haben uns seit 25 Jahren oder sowas nicht mehr gesehen. Zwei alte Männer treffen nach langer Zeit mal wieder zusammen. Aber es hat mich sehr gefreut, als ich die Einladung hierher bekommen habe. Und ich habe, glaube ich, auch relativ zügig und schnell zugesagt. Weil es unter anderem mir ein Anliegen ist, persönlich, nicht nur mir, sondern auch anderen. Es wird ja immer sehr von der Politik beklagt, dass Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik eigentlich so kein Thema ist, das die Menschen bewegt. Und ich finde das ein bisschen
lustig, wenn sozusagen Politik das beklagt, weil Politik genau weiß, dass die meisten von uns in ihrem tagtäglichen Leben mit Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik relativ wenig zu tun haben. Die Sorgen sind andere, die liegen in anderen Bereichen. Deswegen glaube ich auch, dass wenn man will, dass Menschen sich für Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik interessieren, dann muss man halt in die Fläche gehen. Man kann diesen Diskurs nicht aus Berlin herausführen, wo er sozusagen ein, ja doch, Elitendiskurs bleibt zwischen den Politikern, den Journalisten und den Thinktankern, die da sind, sondern man muss ganz einfach in die Fläche rein und mit den Leuten in der Fläche darüber reden. Und das ist heute auch so ein Versuch von mir, sozusagen, was ich immer mal wieder mache, irgendwo hinzugehen und versuchen, mit den Leuten darüber zu diskutieren, was das jetzt eigentlich bedeutet, was da seit dem 24. Februar passiert ist, was eigentlich auf uns zukommen könnte als Bundesrepublik Deutschland, als Europa, sozusagen sowohl auf dem europäischen Kontinent, aber auch mit Blick auf globale Entwicklungen und ob wir dazu gut positioniert sind. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass ich diese Einladung erhalten habe und bin ihr auch sehr gerne gefolgt und würde ganz gerne in der Stunde, die ich Zeit habe, zu Ihnen sprechen zu dürfen, mit Ihnen so ein paar Punkte machen. Und das ist weniger so ein empirisches Klein-Klein, als der Versuch, so ein bisschen die größeren Strukturen offenzulegen, die mit dieser ganzen Frage Zeitenwende verbunden sind und der Frage sozusagen, was passiert eigentlich gerade mit uns als Bundesrepublik Deutschland oder passiert überhaupt nichts mit uns als Bundesrepublik Deutschland? Wo geht der Zug letzten Endes möglicherweise hin in unserer Außensicherheits- und Verteidigungspolitik? Und wenn Sie die Presse einfach nur oberflächlich verfolgen, dann wissen Sie, dass es da durchaus unterschiedliche Auffassungen noch nicht mal zwischen Regierung und Opposition gibt, aber selbst innerhalb der Regierung, also in dieser Ampelregierung, gibt es doch durchaus, wenn man der Presse glauben darf, dezidiert unterschiedliche Auffassungen über das, was Zeitenwende eigentlich bedeutet. Also die Reise von Annalena Baerbock jetzt nach China, im Vorfeld sozusagen nochmal ein Positionspapier des Seeheimer Kreises der SPD. Also es ist selbst den Akteuren nicht klar, wohin der Zug geht. Und dazu muss man aber auch gleichzeitig sagen, natürlich kann man das abtun, dann bin ich auch gleich mit meiner Vorrede zu Ende und sage Ihnen sozusagen, wie mein Vortrag strukturiert ist. Natürlich kann man das abtun, indem man sagt, naja gut, da streiten sich halt Ampelparteien. Ja? Ich glaube, das Problem liegt tiefer und das kommt gleich in meinem Vortrag auch nochmal mit Blick auf die Frage, wie ist Olaf Scholz eigentlich mit dieser ganzen Ukraine-Frage umgegangen oder geht noch immer damit um. Diese Akteure fahren auf Sicht, weil sie genauso wenig wissen, wohin die Reise gehen wird. Ja? Also es sind sozusagen Vorstellungen, wo es hingehen könnte, aber es gibt keine Sicherheiten, weil letzten Endes ist das halt eine dynamische Entwicklung. Die ist nicht linear prognostizierbar und daraus resultiert dann halt, dass man in vielen auf Sicht fährt. Und bei diesem auf Sicht fahren ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wenn Sie Ihre eigene Position bestimmen, von welchen Annahmen gehen Sie aus. Und da gehen halt möglicherweise gerade Grüne und SPD oder Teile von Grünen und Teile von SPD von unterschiedlichen Annahmen aus. Und das erklärt auch, warum es da dann unterschiedliche Reaktionen darauf gibt und warum manchmal diese Regierung nicht einheitlich erscheint, sondern eher so erscheint, als ob man gegeneinander arbeitet. Aber ich glaube, das ist kein bewusstes Gegeneinanderarbeiten, sondern das ist ein Vortasten in ein doch sehr unbekanntes Feld. Ich will jetzt nicht den Wolfgang Schäuble in der Finanzkrise zitieren, der damals gesagt hat, wir fahren auf Sicht. Ja, aber es ist so ein bisschen ähnlich. Wir fahren auf Sicht. Wir müssen jetzt eine Position beziehen und bestimmen mit Blick auf eine Entwicklung, von der wir nicht wissen, ob sie so eintreten wird. Und das hat ganz was stark damit zu tun, dass also so alte Herren wie er und ich, wir haben noch so die Ausläufer des Kalten Krieges miterlebt oder des Ost-West-Konflikts miterlebt. Und egal was da war, aber da waren die Parameter berechenbar. Ja, also sozusagen der Rahmen war abgesteckt. Jetzt konnte man unterschiedliche Wahrnehmungen haben, aber der Rahmen war einfach abgesteckt und der war letzten Endes bis 89 relativ stabil und damit auch relativ vorhersehbar. Muss ich jetzt pausieren, weil irgendwas ist? Nee. Und diese Parameter haben wir heute nicht, weil die sind gerade dabei, sich zu entwickeln. Ja, und dann gibt es halt unterschiedliche Einschätzungen. Man kann das wirklich, historische Analogien, er ist der Historiker, ich bin der Politikwissenschaftler und deswegen weiß ich als Politikwissenschaftler, wie vorsichtig man sein muss mit historischen Analogien. Aber so ein bisschen kann man sagen, erinnert das an die Vorphase der Gründung der Bundesrepublik Deutschland.
Weil da war auch die große Frage, was für eine außenpolitische Positionierung soll die Bundesrepublik Deutschland einnehmen? Da gab es einen Konrad Adenauer, der hat gesagt, Westintegration und nur so sozusagen sind Fortschritte mit Blick auf die deutsch-deutsche Frage zu erreichen. Da gab es einen Kurt Schumacher, der gesagt hat, nee, man muss das genau andersrum drehen. So. Ja, und beide haben letzten Endes eine Vorstellung gehabt, aber keine Sicherheit, ob ihre Position denn letzten Endes die richtige sei. Und in so einer Phase befinden wir uns. Was will ich mit Ihnen machen? Ich will in der Stunde, die mir da zur Verfügung steht, will ich 5 Schritte mit Ihnen durchgehen. Ich will nochmal die Frage rekapitulieren, warum eigentlich dieser Krieg eine solche Bedeutung hat. Es ist ja nicht der einzige Krieg. Also momentan erleben wir sozusagen das Wiederaufflammen eines Bürgerkrieges im Sudan. Wir haben Konflikte gehabt im Jemen mit einer Anzahl von Toten, die über 500.000 gestiegen ist. Wir sind seit 1990, wenn man das mal sozusagen als den Wendepunkt bezeichnet, sind wir global, aber auch in Europa durch mehrere Kriege gegangen. Also warum ist dieser Krieg so von so einer Bedeutung, den wir da gerade im Osten Europas erleben? Das ist der erste Punkt, den ich gerne mit Ihnen nochmal rekapitulieren würde. Dann, glaube ich, könnte man sagen, oder müsste man einfach nochmal die Frage erörtern, wie haben wir reagiert? Also wie hat die Bundesrepublik Deutschland bislang reagiert auf diesen Krieg in den verschiedenen Aspekten? Da werde ich mich auf ein paar konzentrieren und versuchen, so Erklärungen abzugeben, um dann letzten Endes zu der Frage zu kommen, was bedeutet eigentlich Zeitenwende? Worauf laufen wir eigentlich zu, in meiner Vorstellung? Und was bedeutet das dann abschließend für die Außen-, Sicherheits- und Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland? Also inwieweit haben wir diese Zeitenwende eigentlich schon bereits vollzogen? Inwieweit sind wir mitten in ihr drin? Oder sind wir noch überhaupt nicht in einer Zeitenwende im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik? Und wenn wir noch nicht da drin sind, was bedeutet eigentlich Zeitenwende in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Aus meiner Vorstellung genau. Das ist so die Struktur dieses Vortrags. Wenn wir nochmal rekapitulieren, warum ist dieser Krieg im Osten Europas eigentlich von so großer Bedeutung? Und ich glaube, da muss man sich 3 Dimensionen vor Augen halten, die dieser Krieg alle hat. Zum einen muss man ganz einfach blank sagen, es ist der erste Angriffskrieg seit dem 1. September 1939, den wir auf dem europäischen Kontinent erleben. Das ist nicht der erste Krieg, den wir vom europäischen Kontinent nach 1990 erleben. Wir hatten die Balkankriege, also da können Sie Bosnien nehmen, da können Sie Kosovo nehmen. Aber wir haben 2008 Georgien gehabt. Wir haben natürlich im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion kriegerische Auseinandersetzungen in vielen Staaten Zentralasiens und des Kaukasus gehabt, also sozusagen Staatsformationskriege. Einige sind vorher dann nochmal ausgebrochen. Denken Sie Aserbaidschan, Armenien. Das war 2020, ist dann nochmal für ein paar Tage der Krieg ausgebrochen. Also der Krieg als solches ist eigentlich nichts Neues. Was wir hier aber haben, ist zum einen eine Nuklearmacht, die Russische Föderation, zum zweiten die 2 größten Territorialstaaten, die wir in Europa haben. Das muss man sich auch mal sozusagen vor Augen halten, das vergessen wir ganz oft. Also von der Landfläche her sind das die 2 größten europäischen Staaten, die sich gerade in einem Krieg befinden. Ja? Und wir haben, und das ist glaube ich sozusagen das Entscheidende, wir haben es mit einem, zumindest auf der rhetorischen Ebene, mit einem Russland zu tun, das eine sehr klar formulierte neoimperiale Agenda verfolgt. Also wo wir davon ausgehen müssen, dass wenn Russland sich in diesem Ukraine-Krieg durchgesetzt hätte im Sinne der Eroberung der ganzen Ukraine, Russland möglicherweise nicht Halt gemacht hätte. Ja, wir haben das, was ich immer nenne, ungeschützte Territorien. Das sind also Staaten, die, ja, ich sag's mal grob, aus der Erbmasse der Sowjetunion hervorgegangen sind, die aber keine NATO-Mitglieder sind, keine EU-Mitglieder sind und damit keine Sicherheitsgarantien haben, wo Russland aus seiner Perspektive heraus entweder Truppen stehen hat, nehmen Sie Moldawien und Georgien, ja, 2008 der Krieg in Georgien, endete ja damit, dass die Anzahl und die Präsenz der russischen Truppen dort mal nochmal massiv erhöht wurde, in Südossetien und Abchasien. Wir haben Transnistrien, wo ein russisches Bataillon steht. Und wir haben dezidiert auf einer rhetorischen Ebene die Ansprüche der Russischen Föderation, sozusagen diese Staaten nicht heim ins Reich zu holen. Ich glaube nicht, dass es Putin darum geht, die Sowjetunion wieder zu errichten, also im Sinne von, das soll alles wieder russisches Territorium werden, aber letzten Endes die Kontrolle über diese Staaten zu erlangen. Die politische, die ökonomische und die militärische Kontrolle über diese Staaten zu erlangen. Und dann haben wir noch die baltischen Staaten, deren Unabhängigkeit von der Russischen Föderation schon seit längerem
bestritten wird. So. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wir haben sozusagen einen Akteur, der eine neoimperiale Agenda verfolgt und der Nuklearwaffen hat. Und wo letzten Endes, wenn man das politikwissenschaftlich betrachtet, man sagen kann, wenn ein Staat unter dem Schutzschirm seiner Nuklearwaffen in der Lage ist, sich territorial zu erweitern, dann ist letzten Endes Tür und Tor für Revisionismus geöffnet. Weil warum sollte er das Gleiche nicht wiederholen, wenn er einmal erfolgreich war? Wenn er gesehen hat, er schafft es sozusagen, mit Blick auf permanente nukleare Drohungen, sich Territorien zu erobern. Wo liegt die Grenze, wenn er nach ein paar Jahren das Gleiche wieder an anderer Stelle nochmals versucht? Es gibt keine, wäre meine Antwort. Und gleichzeitig, das ist nochmal die erste Erklärung, ist dieser Krieg im Osten Europas letzten Endes auch das Ende, Herr Kollege Meyer hat es gerade eben angesprochen, das Ende eigentlich einer seit 1975 mühsam aufgebauten gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur. Also wir haben 1975 die Schlussakte von Helsinki. Das war im Prinzip der Auftakt für eine ganze Reihe von weiteren Verträgen, die entweder Europäer oder sagen wir mal so, die entweder die NATO mit dem Warschauer Pakt getroffen hat, Europäer dann später mit Russland oder die Amerikaner mit der Sowjetunion. Und die sich alle um die Frage drehten, Unverletzlichkeit von Grenzen und gleichzeitig eine gewisse militärische Berechenbarkeit, sodass die eine Seite die andere nicht überraschenderweise angreifen konnte. Ja, 1989 wurde dann zum Beispiel der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa abgeschlossen. Hochkompliziertes Dokument, will ich überhaupt nicht ins Detail darauf eingehen. Aber damit war zum ersten Mal so eine Art strukturelle Nichtangriffsfähigkeit gegeben. Wenn Sie Kriege führen wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Krieg führen, sehr hoch, wenn Sie glauben, Sie können sehr schnell mit geringen eigenen Verlusten sozusagen Erfolge erzielen. Dann ist der Anreiz, einen Krieg zu führen, am höchsten. Mit diesem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa wurden die NATO-Truppen und die Truppen des Warschauer Paktes, der einzelnen Länder, so entflechtet im Prinzip aus Grenzregionen, dass der Angriff der einen auf die andere Seite eine monatelange Vorbereitung gebraucht hätte. Damit hätte die andere Seite natürlich ebenfalls monatelang die Möglichkeit gehabt, sich für die Verteidigung vorzubereiten. Und damit entfällt natürlich ein Anreiz, einen Krieg zu führen. Ja, weil wenn Sie, das kennen wir sozusagen aus der Forschung über Krieg, wenn Sie die Perspektive haben, von Anfang an, dass der Krieg, den Sie führen werden, ein sehr langfristiger, langwieriger sein wird, mit einer nicht kalkulierbaren Anzahl von eigenen Verlusten, dann lassen Sie in der Regel eher die Finger davon. Es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel lassen Sie die Finger davon. Dieser Vertrag hat noch einen Nachfolger gehabt, aber letzten Endes gibt es ihn nicht mehr. Ja? Und damit entfällt auch sozusagen Transparenz im militärischen Bereich. Also über KSE wurden Russen eingeladen zu NATO-Manövern, NATO wurde eingeladen zu russischen Manövern, gibt es alles nicht mehr. Ist alles perdu. Der INF-Vertrag, also der Vertrag sozusagen über Mittelstreckenraketen. Großes Thema in den 80er Jahren, Nachrüstung. Ja, dann wurde der INF-Vertrag, doppelte Nulllösung, sozusagen die Kurzstreckenraketen wurden abgeschafft, die Mittelstreckenraketen wurden abgeschafft. Das heißt also, die Fähigkeit, die andere Seite innerhalb von Minuten nuklear zu schädigen. Diese ganze Waffenkategorie wurde aus Europa verbannt. Sie ist zurückgekommen, die Russen haben Mittelstreckenraketen in Kaliningrad, dieser Vertrag, Amerikaner sind aus dem Vertrag ausgestiegen, dieser Vertrag existiert nicht mehr. Dann hatten wir den Vertrag über den offenen Himmel, auch so ein Transparenzvertrag. Ja? Man hat also Überwachungsflugzeuge, in denen gemischte Besatzungen sitzen, da kündigt man an, worüber man fliegen will, was man fotografieren will, das wird dann alles erlaubt, die Bilder werden dann geteilt. Die USA sind aus diesem Vertrag ausgestiegen unter Trump. So. Die Russen und Europäer haben es nicht geschafft, weil sie nicht willens waren, also vor allen Dingen die Russen, dann diesen Vertrag weiterhin aufrechtzuerhalten. Also all das, was wir uns seit 1975, seit der Schlussakte von Helsinki, an Transparenz und an Stabilität mühsam erarbeitet haben, existiert heute nicht mehr. Man könnte jetzt übertrieben sagen, wir sind sicherheitspolitisch, sind wir zurückgeworfen auf die 60er Jahre, auf die Phase nach der Kuba-Krise. Wir haben keine dieser Vertragswerke existieren mehr. Und das letzte Vertragswerk, das kein europäisches ist, sondern der Vertrag über strategische Nuklearwaffen, also das, was früher SALT war, dann START, dann NEW START,
Der wird gerade von der Russischen Föderation in Frage gestellt, ob der 2025 verlängert wird. Wenn der wegfällt, dann wird es beiden Seiten wieder möglich sein, sozusagen nukleare Sprengköpfe bis zum geht nicht mehr zu produzieren, die in den letzten, also seit den 70er Jahren von ihrer Hochphase, glaube ich, wo beide Seiten ungefähr 18.000 hatten, auf 8.000 heute reduziert wurden. Wenn dieser Vertrag wegfällt, dann gibt es auch keine Begrenzung mehr, was die Sprengköpfe anbelangt. Also dann theoretisch können beide Seiten fleißig wieder, was das Zeug hält, nukleare Sprengköpfe produzieren und installieren. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist uns heute so allen nicht geläufig. Aber dieser Krieg ist im Prinzip aus Perspektive der europäischen Sicherheitsarchitektur der letzte Sargnagel an der europäischen Sicherheitsarchitektur. Wir haben nichts mehr von dem, was seit den 70er Jahren hier aufgebaut worden ist. Und das ist die eine Dimension, warum dieser Krieg so wichtig ist. Die zweite Dimension ist, und das sehen wir heute auch fast tagtäglich, das ist halt ein Krieg mit globalen Implikationen. Punkt. Wir sehen das an der Nahrungsmittelfrage. Also ne, die ersten Monate, als kein Getreideexport möglich war, sind Nahrungsmittelpreise in Nordafrika, in Teilen Afrikas explodiert. Und wir alle wissen, was das potenziell für soziale Unruhen als Folge haben kann, zur Folge haben kann. Also Destabilisierung von Staaten, von Regionen, das alles haben wir gesehen. Dann gab es den Getreidedeal und sozusagen, das hat sich wieder abgemildert. Wir sehen es mit Blick auf die Gas- und die Ölfrage, was das für Konsequenzen im globalen Maßstab hat. Ja, also dieser Krieg ist nicht nur ein Krieg, der im Osten Europas stattfindet und Auswirkungen auf die europäische Sicherheit hat. Dieser Krieg ist ein Krieg im Osten Europas, der globale Konsequenzen hat. Und diese globalen Konsequenzen sehen wir tagtäglich. Und die gehen halt auch in einen Bereich, der jetzt vielleicht nicht so dringlich ist. Aber wir gehen zurück zu etwas, was man kennt aus den 60er, 70er, 80er Jahren, zu einer Paralyse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. So, ja, also Russland belegt im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Vorschläge der drei westlichen Vetomächte mit seinem eigenen Veto und die eine der drei westlichen Vetomächte oder alle drei zusammen belegen ihrerseits russische Vorschläge mit ihrem Veto. Wie unter solchen Bedingungen die Friedenssicherung der Vereinten Nationen zukünftig funktionieren soll, ist eine der großen Herausforderungen, die wir sozusagen in den nächsten Jahren haben werden. Und mein dritter Punkt wäre, dieser Krieg ist der Höhepunkt und vielleicht, aber das werden wir erst in den nächsten Jahren sehen, der Wendepunkt in einer Auseinandersetzung, die wir schon seit langem beobachten können in der internationalen Politik. Nämlich der Auseinandersetzung zwischen revisionistischen Staaten und Status Quo-Mächten. Als revisionistische Staaten, ich spreche dezidiert nicht von autoritären Systemen. Ja, das hat seinen Grund, weil es sind nicht nur autoritäre Systeme, die zu diesen revisionistischen Staaten gehören. Revisionistische Staaten haben den Anspruch und versuchen, die uns bekannte, in Anführungszeichen liberale Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich herauskristallisiert hat und natürlich amerikanisch-europäisch dominiert war und die in der Praxis oftmals nicht so liberal war, aber in ihren Grundzügen eine liberale Weltordnung ist, letzten Endes umzudrehen. Sie versuchen, neue Normen durchzusetzen, neue Regeln, ja, und sie versuchen, die Institutionen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel und dann will ich es dabei belassen. Wir können gerne in der Diskussion drauf eingehen. Der Souveränitätsbegriff. Der klassische Souveränitätsbegriff in den internationalen Beziehungen, so wie er auch lange Zeit, also wie er in der Charta der Vereinten Nationen steht, alle Staaten sind souverän, ja, wurde lange Zeit von allen als Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen interpretiert. Und jetzt wollen wir uns gar nicht darüber zu unterhalten, dass natürlich man sich trotzdem in die inneren Angelegenheiten des anderen eingemischt hat. Das war die Praxis im Kalten Krieg gang und gäbe von beiden Seiten. Aber letzten Endes die völkerrechtliche Interpretation war, das ist die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen. Nach 1990 hat sich vor allen Dingen maßgeblich durch die Kanadier in den Vereinten Nationen eine Interpretation durchgesetzt, die sagt, wenn ein Staat oder wenn die Regierung eines Staates nicht willens oder nicht in der Lage ist, schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen soziale Gruppen Einhalt zu gebieten, dann hat die internationale Staatengemeinschaft eine Verantwortung zur Intervention.
Das muss nicht eine militärische Intervention sein, aber es ist halt eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates. Diese Interpretation von Souveränität, die letzten Endes lange Zeit sozusagen dominierte in der Generalversammlung der Vereinten Nationen und 2011 herangezogen wurde mit Zustimmung Russlands, also Russen haben sich der Stimme enthalten, aber im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wenn man sich der Stimme enthält, heißt das, man stimmt zu. Man muss schon ein Veto einlegen, damit man was blockiert. Ist die Libyen-Intervention der Koalition, also um die USA, Frankreich und Großbritannien, mit Verweis auf diesen Passus, internationale Schutzverantwortung, verabschiedet worden. Das war die Grundlage sozusagen für diese Koalition, in Libyen zu intervenieren. Aber heute sind Staaten wie China, Staaten wie Russland und deswegen sage ich revisionistische Staaten, weil auch Staaten wie Brasilien, Südafrika, Indonesien und Nigeria zählen zu diesen Staaten. Und das sind alles keine autoritären Staaten, sondern das sind durchaus Staaten, die demokratische Praktiken haben. Nicht immer perfekt, aber letzten Endes haben sie demokratische Praktiken. Stellen sich vehement gegen diese Uminterpretation des Souveränitätsbegriffs und wollen ihren alten Souveränitätsbegriff wieder haben. Ja? Ist genauso wie China, das ist jetzt sozusagen etwas für die Connoisseure, ein Verständnis von internationaler Schiedsgerichtbarkeit hat, und da geht es vor allen Dingen um Seerechtsfragen, dass da ganz einfach lautet, wenn wir nicht anwesend sind bei dem Prozess, dann gilt der Prozess für uns nicht und damit auch nicht der Schiedsspruch. So passiert sozusagen bei Fragen in der Südchinesischen See, wo es vor 2 Jahren ein Urteil gab des Internationalen Seegerichtshofs, das zugunsten der Philippinen ausgegangen ist. Die Chinesen weigern sich, das anzuerkennen. Und die Begründung ist ganz einfach, wir waren ja nicht da. Und damit gilt es für uns nicht. Es ist genauso, wie wenn Sie einen Autounfall machen, Sie werden vor Gericht geladen, Sie erscheinen nicht, Ihnen wird der Führerschein entzogen und Sie sagen, ich war ja nicht da, deswegen gilt das nicht für mich. So, das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Aber nur mal so gesagt, dass Sie diese 3 Dimensionen haben, von denen ich glaube, warum dieser Krieg so eine Bedeutung hat. Ja, Krieg im Osten Europas, der sozusagen die europäische Sicherheit massiv bedroht, weil wir es mit dem revisionistischen neoimperialen Akteur zu tun haben, der das Ende der europäischen Sicherheitsarchitektur, wie wir sie kennen seit den 70er Jahren, letzten Endes ist das der Schlusspunkt dieser europäischen, also der Zerstörung dieser europäischen Sicherheitsarchitektur, der alte. Es ist zum Zweiten ein Krieg mit bereits jetzt sichtbaren globalen Konsequenzen, die weit über Europa hinausgehen. Und der dritte Punkt ist, es ist der Höhepunkt einer ordnungspolitischen Auseinandersetzung zwischen revisionistischen Mächten und Status Quo-Mächten. Ob es ein Wendepunkt ist, werden wir noch sehen. Und deshalb ist dieser Krieg so von Bedeutung. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Wie hat Deutschland reagiert? In dieser berühmten Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz am 27. Februar ist genau das, also nicht alle 3 Dimensionen so, wie ich Ihnen das dargelegt habe, aber im Prinzip ist die Stoßrichtung die gleiche. Ja, dieser Krieg bedeutet eine Zeitenwende. Wie gesagt, weil er mehr ist als einfach nur ein zwischenstaatlicher Krieg, der irgendwo im Osten Europas stattfindet, sondern weil er diese verschiedenen Dimensionen hat. Jetzt aber Achtung. Und das finde ich so ein super interessantes Phänomen, weil ich ja genauso reagiert habe. Wenn Sie sich die Rede von Olaf Scholz heute nochmal durchlesen oder sich auf YouTube angucken, dann werden Sie feststellen, dass er diesen Begriff Zeitenwende, ich glaube in der Rede 6 oder 7 Mal benutzt hat. Und er bezeichnet damit immer den russischen Angriffskrieg als Zeitenwende, weil XYZ. Er hat den Begriff Zeitenwende nie für die deutsche Außensicherheits- und Verteidigungspolitik in dieser Rede benutzt. Wir haben das draus gemacht. Ja, also Journalisten, wir Bürger, wir Interessierte, wir reden seitdem von der Zeitenwende in der deutschen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Wenn Sie zurück zur Rede gehen, davon ist nicht die Rede. Ja, die Zeitenwende findet international statt. Und ja, er sagt, was das bedeutet für die Bundesrepublik Deutschland. Er redet aber nie von der Zeitenwende. Ja, ich finde das ein ganz interessantes Phänomen, weil wir alle daraus im Kopf, und das ist ja bis heute so, wir alle reden von der Zeitenwende in der deutschen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, die letzten Endes der Kanzler so nie angekündigt hat. Was hat er angekündigt? Er hat vor allen Dingen natürlich angekündigt, diese 2 großen Punkte, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und 2%, also das berühmte 2%-Ziel für diejenigen von Ihnen, die sich da nicht so auskennen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mal nicht sozusagen völkerrechtlich bindend verpflichtet, sondern es ist eine Absichtserklärung, die von, 2008 stammt,
2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. So, das ist im NATO-Rahmen so verhandelt worden, das haben alle NATO-Staaten unterschrieben. Und damals lautete die Formulierung, dass man sich bis 2025 auf 2% zubewegt. So. Und wie bei vielen so NATO-Verpflichtungen und Erklärungen unterzeichnet man die und kümmert sich nicht drum. Ja? Es wurde aber ein Problem unter der Trump-Administration. Weil Trump dann plötzlich kam und sagt, hier, ihr habt alle 2%, wo ist das Geld? Und die Bundesrepublik Deutschland war dann immer so dran zu sagen, ja, wir haben ja gesagt, wir bewegen uns drauf zu. Und wir sind ja jetzt von 1,2 auf 1,3% gegangen. Das heißt, wir bewegen uns ja auf 2% zu. Ja, großer Streitpunkt in der Trump-Administration, großer Streitpunkt in der Großen Koalition gewesen zwischen SPD und CDU immer wieder. Letzten Endes sozusagen waren wir 2022 bei 1,51%. Deshalb 1,51%, weil dieser zwar nicht große, aber doch ein bisschen Einbruch durch Corona, dass das Bruttoinlandsprodukt erlitten hat, sozusagen die Verteidigungsausgaben, ohne einen zusätzlichen Euro auszugeben, hat ein bisschen steigen lassen. Also je schlechter es uns geht, desto mehr geben wir für Verteidigung aus. Das ist die Kopplung sozusagen, die man damals gemacht hat. Völlig bescheuert, aber gut, ist ein anderes Thema. Und Olaf Scholz sagt, ab jetzt 2%. Punkt. Ja, und das sind die großen Ankündigungen in dieser Zeitenwende-Rede. Sondervermögen für die Bundeswehr und 2% mit Blick auf die Verteidigungsausgaben. Letzten Endes muss man sagen, hat die Bundesrepublik Deutschland in diesen 2 Tagen vor dem Krieg und in, ich würde immer sagen, so 2-3 Wochen nach dem Krieg, nach Ausbruch des Krieges, in einer Geschwindigkeit liebgewonnene Dogmen oder Prinzipien deutscher Außenpolitik abgeräumt, dass einem schwindelig werden konnte. Natürlich sind das nicht die ersten Waffenlieferungen in ein Krisengebiet. Wir haben sozusagen Milan an die Peschmerga geliefert. Ja? Aber in dem Umfang, wie Waffen geliefert werden nach Kiew, ist es natürlich was völlig anderes als all das, was die Bundesrepublik Deutschland vorher gemacht hat. Die 100 Milliarden Sondervermögen, das ist natürlich auch so eine Art Abräumen, weil es die Einsicht war, dass man die Bundeswehr in den 30 Jahren und so parteiübergreifend, und egal was Ihnen die Parteien erzählen, es war parteiübergreifend, einfach in Grund und Boden gespart hat. Ja? So, das sind nur 2 Punkte, wo Sie sehen, da war plötzlich Bewegung drin, die man, wie ich als Beobachter deutscher Außenpolitik seit 30 Jahren, wo man nicht gedacht hätte, dass das passieren würde. So. Und das war schon sehr rasant. Das Interessante ist allerdings, dass dann irgendwann mal das Tempo rausgenommen wurde. Ja, und dieses System, die Strukturen deutscher Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, meines Erachtens, das ist meine These, wieder in Friedenszeiten übergegangen sind. Also, da ist eine Krise, weil da ein Krieg ist. Und in den ersten Wochen reagiert dieses Land auch in all seinen Strukturen, als ob Krise ist, weil Krieg ist, und fällt plötzlich zurück in Friedenszeiten. Alles sehr langsam, alles sehr bedächtig, alles muss seinen Gang haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die 100 Milliarden werden beschlossen, die 100 Milliarden werden angekündigt. Und Sie haben alle vielleicht mitbekommen, der Schritt war, es muss eine Verfassungsänderung geben und dann sozusagen können diese 100 Milliarden erst an Schulden aufgenommen werden. Punkt. Wie ist der Prozess? Der Prozess ist, Olaf Scholz, 27.02., ich glaube im Juni, Änderung des Grundgesetzes, im November Haushaltsausschuss stimmt zu. Das heißt, wir haben uns 9 Monate Zeit gelassen für diese 100 Milliarden Euro, weil wir Deutsche sind und alles muss einen richtigen Gang gehen. So, das führt halt dann dazu, dass im Jahr 2022 von diesen 100 Milliarden nichts abgeflossen ist, weil die ja erst im November zur Verfügung standen. Aber jetzt Krisen- und Friedenszeit. In den ersten Wochen war es dann doch möglich, ganz entgegen der deutschen Kameralistik, dass die Verteidigungsministerin einen Brief schreiben konnte an den Haushaltsausschuss, um zu sagen, passt auf Leute, also
wir gehen ja alle davon aus, dass diese 100 Milliarden kommen, weil auch die Opposition nicht dagegen ist. Das heißt, es gibt einen breiten Konsens. Wäre es möglich, dass wir schon mal 3 Milliarden von diesen 100 Milliarden ausgeben können, obwohl sie haushalterisch noch gar nicht da sind und nicht bewilligt sind? Und dann sagt der Haushaltsausschuss, macht's. Und davon ist dann so persönliche Ausrüstung für Soldaten und Soldatinnen angeschafft worden. Also ich sage, da wird etwas gemacht, was eigentlich sehr untypisch ist für das politische System der Bundesrepublik Deutschland. So Vorschriften werden sozusagen so weit gebogen, dass Dinge möglich sind. Das waren die ersten Tage. Und danach plötzlich, egal in welcher Beschaffung, und wir wussten alle sozusagen, dass Beschaffungen anstehen, dass Beschaffungen teuer sind. Ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel, wie auch mit Inflation und sowas, das plötzlich sich komplett ins Gegenteil verkehren kann. Werden solche Sondergenehmigungen nicht mehr verlangt, sondern wir gehen den normalen Weg. Wir warten auf die Änderung des Grundgesetzes. Und wie gesagt, keiner hat jemals gezweifelt, dass diese 100 Milliarden nicht kommen werden. Weil es gab halt eine breite sozusagen Zustimmung zu diesen 100 Milliarden. Außer AfD und Linke waren alle dafür. Und wir warten dann halt bis November, bis der Haushaltsausschuss entscheidet. Und dann können wir das ganze Jahr 2022 keinen einzigen Cent davon ausgeben, weil sozusagen danach gehen wir parlamentarisch in die Winterpause. Da kann man ja den Haushaltsausschuss nicht behelligen und den Verteidigungsausschuss auch nicht. Also muss man warten, bis der aus der Winterpause wieder zurückkommt im Januar, und dann können wir anfangen mit dem ganzen System. Was passiert denn in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit passieren solche Sachen, und das ist halt eine Anekdote, eine These, aber die zeigt sozusagen, dass ich glaube, ich ganz richtig liege mit meiner These, dass wir in Friedenszeiten zurückgegangen sind. Es gibt ein Angebot von KMW, glaube ich. Von KMW für 300 Boxer. Das sind gepanzerte Fahrzeuge. Müssen Sie nicht wissen, was das ist. Aber 300 Boxer für, ich sage jetzt mal, 10 Milliarden. So. Da sagt das Verteidigungsministerium, super Angebot, Leute. Das Problem ist, wir haben kein Geld. Die 100 Milliarden sind ja noch nicht eingestellt. Kommt keiner auf die Idee, sozusagen mal zu fragen, können wir den Deal nicht jetzt machen? Dann kommt die Inflation, dann kommt die Erhöhung von Rohstoffpreisen und dann stehen wir plötzlich 5 Monate später mit dem Angebot von KfW, die sagen 180 Boxer für 12 Milliarden. Sie verstehen, was ich meine? Ja, das System ist in Friedenszeiten wieder zurückgegangen. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum ist es in Friedenszeiten wieder zurückgegangen? Und da hat unlängst Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, in einem Interview im Wall Street Journal einen Hinweis gegeben, den ich ziemlich überzeugend finde. Und zwar das eine ist natürlich, dass wir diese Strukturen und Prozesse haben, die wir haben in der Bundesrepublik Deutschland. Aber dazu sage ich gleich noch was. Und das zweite ist, dass er sagte, der Krieg hat sich anders entwickelt, als wir geglaubt haben. Weil die Annahme am 24.02., die die meisten hatten, war, you name it, 3 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, völlig egal. Ja, aber in relativ kurzer Zeit werden die Truppen der Russischen Föderation Kiew unter ihre Kontrolle gebracht haben, die Ukraine kontrollieren und stehen an der Grenze zu den baltischen Staaten. Also die Bedrohungswahrnehmung mit Blick auf das Bündnisgebiet war in den ersten Wochen extrem hoch. Und als sich die Russen aber aus Kiew zurückziehen mussten oder man gesehen hat, dass man sozusagen in der Lage ist, die Russen bei der Schlacht um Kiew niederzuhalten, hat sich die Bedrohungsperzeption verändert. Hat man realisiert, unsere Annahme, das geht ruckzuck und die stehen dann an der Grenze zum Baltikum und wir wissen dann nicht, gehen sie weiter oder nicht. Könnte jetzt über die Frage diskutieren, ist das Baltikum zu verteidigen oder nicht. Das ist aus meiner Perspektive eine sehr interessante Frage, aber die Annahme war sozusagen, dann wissen wir nicht, ob sie ins Baltikum weiter marschieren. Die war in den ersten Wochen extrem hoch und dann hat der Krieg gezeigt, das wird so schnell nicht passieren. Und man ist in der Lage, sozusagen bei der Schlacht um Kiew den Russen erhebliche Verluste beizufügen. Und dann mussten sich die Russen ja auch aus Kiew zurückziehen. Und seitdem konzentriert sich halt dieser Krieg auf nur bestimmte Gebiete der Ukraine. Und diese veränderte Bedrohungsperzeption führt dann halt auch, dass man wieder zurückfällt in diese Friedenszeiten. Weil das Interessante ist nämlich, warum gucken Sie eigentlich alle dahin, aber die Kamera ist. Das Interessante ist nämlich, dass wir das im Bereichen von Innenpolitik nicht hatten. Wenn Sie sich anschauen, wie schnell diese Bundesrepublik ein LNG-Terminal organisiert hat, 8 Monate, und Sie wissen alle, wie lange es in Deutschland braucht, um nur 1 Kilometer Autobahn zu bauen. Ja?
Nein, das klingt witzig, aber da ist das System in Krisenzeiten gewesen, weil es da sozusagen um unsere Versorgungssicherheit ging. Da ging es um diese Vorstellung, im Winter wird es hier ganz furchtbar und möglicherweise wird es zu sozialen Protesten führen. Ja? Und da war es überhaupt kein Problem, sozusagen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ländern und in der interministeriellen Zusammenarbeit ganz einfach Praktiken, die hier in der Bundesrepublik über die letzten, fragen Sie mich nicht, 50 Jahre heraus, ne, und von Gerichten immer wieder bestätigt worden sind, einfach so zur Seite zu wischen. Und in 8 Monaten etwas zu machen, was normalerweise in Friedenszeiten, keine Ahnung, 5, 10, 15 Jahre gedauert hätte. Also, Sie müssen hier schon unterscheiden. Zeitenwende in der Innenpolitik, in dieser Frage Gas, erneuerbare Energien, LNG, also wo kriegen wir sozusagen die Substitution her? Ja. Zeitenwende im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Nein. Und das hat was damit zu tun, wie die Bedrohungswahrnehmung ist. Ja? Wir haben auch nicht, das wäre der zweite Punkt, die Bedrohungswahrnehmung, das ist dann auch das, was Wolfgang Schmidt dann sagt, in dem Moment, in dem sozusagen diese Bedrohungswahrnehmung weg ist und wir in dieses Friedenssystem übergehen, greifen natürlich die Strukturen und Prozesse, die wir uns selber gegeben haben über die letzten, wie gesagt, 40, 50, 60, 70 Jahren, ich weiß es nicht. Und das dauert halt einfach alles elendig lange. Weil natürlich dieses ganze System Bundesrepublik Deutschland in seiner Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ja nie auf schnelles Agieren ausgelegt war. Nie. Selbst in Zeiten des Kalten Krieges, als sozusagen an der innerdeutschen Grenze 500.000 deutsche Soldaten standen, war es ja nie so, dass dieses System auf Schnelligkeit ausgerichtet war. Ja, weil das Operationsgebiet war halt relativ begrenzt und da war man und da stand man. Also haben wir uns genauso verhalten wie immer. Wir haben nicht Strukturen und Prozesse überprüft. Mit Blick auf die Frage, können wir neben sozusagen dem normalen Friedensbetrieb, den wir natürlich brauchen, auch einen Krisenbetrieb machen. Und das haben wir bis heute nicht gemacht. Das haben wir bis heute nicht gemacht. Das haben wir nicht im Auswärtigen Amt gemacht, das haben wir nicht im Verteidigungsministerium gemacht, das haben wir in keinem einzigen der Ministerien gemacht, die irgendwas mit Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu tun haben. Und Sie sehen, dass dieser Druck auch nicht so groß sein kann, muss man ganz ehrlich mal sagen, weil der Koalitionsvertrag kündigt eine nationale Sicherheitsstrategie an, die eigentlich im Februar hätte vorgelegt werden sollen. Jetzt haben wir fast Mai und wir wissen, dass sie wohl im Mai kommen wird. Also so schnell haben wir es dann auch nicht, sozusagen unsere nationale Positionsbestimmung unter diesen Bedingungen des Krieges und der Krise vorzunehmen. Es scheint nicht so wichtig zu sein. Also von daher sage ich, wir haben da keine Zeitenwende. Und wir haben sie bis heute noch nicht im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich will aber einen Punkt machen, wo ich selber zu den Kritikern gehört habe, aber wo ich sozusagen der Regierung durchaus gute Noten ausstellen muss. Und das ist die Frage der Waffenlieferung. Also wie gesagt, ne, Waffenlieferung in ein Krisengebiet ist ein Paradigmenwechsel. Trotz dieser Milan für die Peschmerga, aber das, was wir machen, ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Und klar, der Kanzler geht relativ früh raus an die Öffentlichkeit und argumentiert halt mit Waffenlieferungen und dem Zusammenhang mit der nuklearen Eskalation. Ja, also eine bestimmte Kategorie von Waffen könnte eine nukleare Eskalation seitens der Russischen Föderation nach sich ziehen, entweder in der Ukraine oder, und ich glaube nicht, dass er das gemeint hat, gegen halt Berlin und Paris und London und so weiter und so fort. Und das war in der Zeit, wo man sagen muss, wo ja führende Protagonisten der Russischen Föderation ja keinen Tag ausgelassen haben, um nicht anzudeuten, dass sie die Kapazitäten haben, Europa, die USA und wen auch immer in Schutt und Asche zu legen. Obwohl wir nie eine Bewegung gesehen haben, in sozusagen im Realen. Also wir haben nie eine Bewegung gesehen, was Sprengköpfe anbelangte, was Trägersysteme anbelangte. Aber natürlich, wir alle waren damit konfrontiert, dass da plötzlich eine Atommacht mit Atomwaffen droht. Und zwar ganz konkret. Das ist so mein entscheidender Punkt. Ja, diese Regierung hat in vielen Sachen sehr langsam gearbeitet und sie hat sehr komisch gearbeitet. Aber man muss ganz einfach sagen, und das ist jetzt so ein Punkt von Zeitenwende. Ja? Und zwar eine andere Zeitenwende, als wir alle gedacht haben, die passieren wird. Jede Regierung in der NATO hat hier in einer Situation agiert, in der sie keine Blaupause hatte, weil die noch nie vorher da war. Wenn Sie bei dem amerikanischen Pragmatiker Richard Rorty nachlesen, also Pragmatiker als Philosophierichtung,
der sehr stark aus der Handlungstheorie kommt. Er hat mal sehr schön beschrieben, dass er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten wie Individuen. Er redet über Individuen, ich übertrage es jetzt mal auf soziale Akteure und dann halt auch auf bürokratische Akteure. Er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie Individuen handeln. Das eine ist sozusagen, er nennt das Routinehandeln und das andere ist das kreative Handeln. Und er beschreibt das Routinehandeln so, dass wenn wir mit einer neuen Situation konfrontiert werden, automatisch wir nach Vergleichsmöglichkeiten in der Vergangenheit gucken. Wo ist uns so eine Situation schon mal begegnet? Wie haben wir damals darauf reagiert? Und war das, wie wir damals darauf reagiert haben, gut? Oder war es nicht so gut? Wenn es nicht so gut war, was lernen wir daraus? Und dann haben wir so eine Art Blaupause, wie wir jetzt dieser neuen Situation begegnen. Und er sagt, und dann gibt es kreatives Handeln. Und dieses kreative Handeln ist immer dann gegeben, wenn wir überhaupt gar keine Blaupause haben. Wenn wir nicht sagen können, ah ja, das ist ja so gewesen wie vor 5 Jahren und ich habe damals das und das gemacht, also vielleicht mache ich das Gleiche oder verändere es ein bisschen. Und das ist, wie die Regierungen darauf reagiert haben. Das im Sinne, sie befinden sich in einer Situation, wo sie keine Folie haben. Sie haben einfach keine Folie. Sie können das nicht vergleichen mit irgendeiner Situation seit der Wiedervereinigung oder selbst sozusagen in der alten Bundesrepublik. Und damit sind sie plötzlich mit etwas konfrontiert, wo sie keine Anker haben, an denen sie sich festhalten können. Und deswegen muss man sozusagen diesen ganzen NATO-Regierungen, die teilweise sehr zögerlich waren, bestimmte Waffenkategorien zu liefern, die Ukrainer möglicherweise schon im Juni, Juli in die Lage versetzt hätten, noch mehr Territorium zurückzuerobern bei ihrer ersten Gegenoffensive. Man muss ihnen zugutehalten, dass man hier wirklich in dem, was Clausewitz den Nebel des Krieges nannte, operiert haben. Ja? Krieg ist ein extrem dynamischer Prozess. Krieg ist nichts Lineares. Krieg kann morgen eine Wendung haben, die wir alle nicht voraussehen können. Und das kann daran liegen, sozusagen, weil bestimmte Individuen was machen, was wir nicht erwartet haben, weil sozusagen Taktik sich ändert, etc. pp. Aus 1000 Gründen. Und wenn Sie halt damit konfrontiert sind, dass Sie erstmal lernen müssen, nukleare Drohungen der Russischen Föderation zu verstehen, und darum geht's ja. Das ist eine Situation, in der keiner war. Es gab keine nuklearen. Jeder weiß, dass es Nuklearwaffen gab. Es gibt Nuklearstrategien. Da sagen Staaten ganz klar, was sie machen und wann sie Nuklearwaffen einsetzen. So. Aber die Situation, dass jemand in einem laufenden Krieg mit dem Einsatz von Nuklearwaffen droht, und zwar in zweifacher Hinsicht, nämlich oder es offen lässt, ob er sozusagen die Nuklearwaffen in der Ukraine einsetzen will oder sozusagen die Nuklearwaffen gegen die Ukraine unterstützenden Staaten, das hat es vorher nicht gegeben. Das heißt, hier fahren Sie in der Tat auf Sicht. Hier müssen Sie verstehen. Hier müssen Sie die Russische Föderation lernen, nuklear zu verstehen. Und das ist ein langfristiger Prozess. Ja? Hier müssen Sie sozusagen bei der Frage der Waffenlieferungen immer wirklich diesen Zusammenhang herstellen. Ist die Möglichkeit zur Eskalation gegeben oder nicht? Und Sie sehen auch, wie Regierungen dann lernen. Also die Panzerlieferungen waren im Prinzip der Game Changer, weil man da einige Sachen verstanden hat. Weil Sie sehen, wie schnell wir von den Panzern jetzt zu den MiG-29 Kampfflugzeugen gegangen sind. Ja? Also diese Regierungen mussten lernen, das haben sie relativ gut gemacht. Also ich glaube, man kann kein einziger dieser führenden Staats- und Regierungschefs bei diesen Waffenlieferungen den Vorwurf machen, dass sie wirklich kapitale Fehler begangen haben. Ja, aber das ist etwas, was man einfach sozusagen auch mal festhalten muss. Das ist auch, also aus der Theorie der internationalen Beziehungen, was relativ interessant ist, weil wir hier wirklich mal eine Case Study haben, und später noch stärker haben werden, wenn wir einen Zugriff auf die Archive haben werden, wo man sagen kann, wie funktioniert eigentlich Lernen? Oder, wenn Sie das berühmte Bild nehmen, wie funktioniert eigentlich eine OP an einem Patienten bei offenem Herzen? Wo sie gucken müssen, dass der am Ende nicht tot ist. Also bedeutet sozusagen, dass am Ende keine Nuklearwaffe geschmissen wird. Und das haben die Regierungen, wie ich finde, relativ gut hinbekommen. Also die Frage, warum so zögerlich, glaube ich, lässt sich erklären aus dieser sich verringernden Bedrohungswahrnehmung. Ja, wo man einfach mal realisiert hat, so wie wir es geglaubt haben, wird es nicht passieren. Die Russen werden nicht in 3 Wochen an der Grenze zum Baltikum stehen.
Das hat Druck rausgenommen. Das hat negativ gesprochen verhindert, dass man das Tempo, das man in den ersten Wochen hatte, beim, ich sage jetzt mal, Abräumen von Prinzipien, dass man das aufrechterhalten hat, nur in der Außenpolitik, nicht in der Innenpolitik. Ne? Und das Zweite ist, dass man in einem Prozess war, in dem man selber lernen musste, in dem man sich selber sozusagen fast tagtäglich herantasten musste an die Frage, was meint das Gegenüber, was ist möglich, wo sind rote Linien, die ich sozusagen versuchen kann auszutesten, ohne dass ich sie so hart austeste, dass es wirklich Konsequenzen gibt. Und das ist dann halt auch erfolgt. Und hier sehen Sie, für diejenigen von Ihnen, die sozusagen eine Affinität zu internationalen Beziehungen haben, hier kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen, die theoretisch sehr interessant sind, weil sie sich praktisch wirklich auswirken. Der letzte Punkt ist natürlich, Sie brauchen dann auch das entsprechende Personal. Und es war nicht so ganz glücklich, dass man Frau Lamprecht zur Verteidigungsministerin gemacht hat, die sozusagen einen ganz anderen Auftrag hatte im Januar und sich dann plötzlich als Ministerin des zweitwichtigsten Ministeriums, das Verteidigungsministerium war nie das zweitwichtigste Ministerium, aber seit dem 24.02. war im Prinzip das Verteidigungsministerium das zweitwichtigste Ministerium dieser Bundesregierung. Das Wichtigste ist natürlich das Bundeskanzleramt. Und da hatten sie jemanden, der sozusagen mit einem ganz anderen Auftrag und einer ganz anderen Agenda in diesen Job reingekommen ist und lange Zeit gebraucht hat, um zu erkennen, dass er einfach nicht die richtige Person ist für diesen Job. Dadurch haben wir auch ein Jahr verloren. Aber hier kommen verschiedene strukturelle, bürokratische, handlungstheoretische und individuelle Faktoren zusammen, die erklären, warum diese Zögerlichkeit auch passiert ist. Ja, ob man das damit entschuldigen kann oder nicht, das ist eine andere Frage, das ist eine moralisch-normative Frage, die möchte ich hier gar nicht beantworten. Also ich sage, wir haben keine Zeitenwende bekommen. Wie lange habe ich eigentlich, Christoph? Kann nochmal 10 Viertelstunde noch. Wow. 20 Minuten gehen auch. Okay. Wir haben keine Zeitenwende bekommen und ich habe schon angedeutet, was ich glaube, was eine Zeitenwende sein muss. Ich will das aber nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was wir haben, ist 100 Milliarden für die Bundeswehr, was gut und richtig ist. Und möglicherweise, es werden jetzt sozusagen, das wird der November zeigen, die Anhebung des Verteidigungshaushaltes auf 2% oder annähernd 2%. Der Punkt ist aber, wenn sich die Zeitenwende, von der wir alle reden, auf die 100 Milliarden für die Bundeswehr konzentrieren sollte und das sozusagen die Zeitenwende ist, ich sage, dass wir damit keines der Probleme, die wir haben, lösen werden. Was meine ich damit? Wenn das alles vernünftig ausgegeben wird, das Geld, das in diesem Sondervermögen ist, dann ist es, kann es durchaus in der Tat so sein, dass in, je nachdem wie die Verträge abgeschlossen werden, ich sage jetzt mal 6 bis 8 Jahren, die Bundeswehr all das Gerät hat, was sie braucht, um auch sozusagen im Inland zu üben und sich vorzubereiten. Wenn das jemand, der an der Universität der Bundeswehr ist und studierende Offiziere ausbildet, würde ich mal sagen, das freut mich dann sehr. Es hilft nur nichts, wenn wir nicht sozusagen grundsätzlich die Frage, was für eine Rolle hat eigentlich militärische Macht in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland neu überdenken. Und jeder, der glaubt, ich liefere jetzt ein großartiges Plädoyer für die Militarisierung der deutschen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ist absolut mit dem Klammerbeutel gepudert, weil das tue ich nämlich nicht, sondern ich will auf einen Punkt hinweisen. Streitkräfte sind allgemein akzeptiert, überall, und daran soll sich auch nichts ändern, Ultima Ratio. Ja? Streitkräfte ist das Instrument, was ganz zum Schluss zum Einsatz kommt, wirklich zum Einsatz kommt, wenn alles andere versagt hat. So, darin sind wir uns alle einig. Das Interessante ist nur, dass wir Deutschen, bedingt durch unsere Geschichte, Ultima Ratio anders verstehen als alle anderen unserer Partner, aber auch sozusagen unserer Gegner. Ja? Weil Sie müssen Ultima Ratio nämlich unterscheiden, ob Sie damit das letzte Mittel oder das extremste Mittel meinen. Und da liegt ein großer Unterschied darin. In der Bundesrepublik Deutschland meinen wir buchstäblich das letzte Mittel. Das heißt, Streitkräfte, über den Einsatz von Streitkräften wird geredet, wenn alles andere nicht funktioniert hat. Wenn Diplomatie versagt hat, wenn, ich sage jetzt mal, ökonomische Sanktionen, seien sie positiver oder negativer Art, versagt haben, dann möglicherweise reden wir über den Einsatz von Streitkräften. Also wirklich letztes Mittel. Was ist das Problem damit? Das Problem ist damit, dass Sie sich damit eigentlich dessen berauben, was Streitkräfte ursprünglich sind. Nämlich ein Instrument der Diplomatie. Ja?
Streitkräfte sind dazu da, dass man mit ihrem Einsatz drohen kann, um der Diplomatie Tür und Tor zu öffnen. Wenn Sie sich angucken, wie in allen anderen Ländern, die über, ich sag jetzt mal, ein nennenswertes Militär verfügen, Streitkräfte gesehen werden, dann sind sie immer Teil der Diplomatie. Es gibt immer diesen berühmten Satz, den können Sie bei anderen auch finden, aber ich zitiere jetzt mal einfach immer amerikanische Präsidenten, die immer sagen, all options are on the table. Und zwar von Anfang an. Weil sie letzten Endes damit die diplomatische Option stärken wollen. Weil sie bei schwierigen Verhandlungen dem Gegenüber sagen wollen, wenn du dich nicht auf Diplomatie einlässt, werden die Konsequenzen für dich viel, viel schlimmer sein. Und sie haben diesen Unterschied zwischen dem extremsten Mittel, wo Streitkräfte dann Teil der Diplomatie sind, und dem letzten Mittel, wo sie komplett abgekoppelt sind von der Diplomatie, den sehen Sie sehr schön an einer schwierigen Situation, als es um das Atomabkommen mit dem Iran ging. Da war nicht so ganz klar, sozusagen, ob der Iran nicht kurz davor steht, aus diesen Verhandlungen auszusteigen. Also das war unter Obama. Ja? Unter Trump ist ja Trump da ausgestiegen. Aber unter Obama, sozusagen, als man versucht hat, dieses Atomabkommen zu verhandeln, da gab es eine Situation, in der es nicht klar war, ob die Iraner nicht kurz davor stehen, das ganze Ding einfach hinzuschmeißen und sagen, wir unterzeichnen da überhaupt nichts und gehen sozusagen unseren Weg der Anreicherung weiter. Und dann hat sich der amerikanische Präsident hingestellt in einem Interview und hat nochmal deutlich gemacht, und das war natürlich eine Nachricht an die Iraner, es liegen auch immer alle Optionen auf dem Tisch. Er hat gesagt, ich will dieses Abkommen, ich werde für dieses Abkommen arbeiten, aber man soll sich nicht drüber täuschen, es liegen alle Optionen auf dem Tisch. Und damit hat er ein ganz klares Signal an die Iraner gesendet, zu sagen, geht an den Verhandlungstisch zurück, weil das, was die Alternative sein wird, wird sehr schmerzhaft für euch. Es hat keine 3 Stunden gedauert. Da hat der deutsche damalige Außenminister Heiko Maas auf die Frage eines Journalisten, der sich auf dieses Barack Obama-Interview bezog, gesagt, über Militär reden wir nicht. Und da sehen Sie sehr deutlich den Unterschied. Ja, Obama benutzt das als diplomatisches Instrument im Verständnis von Heiko Maas, und das ist das traditionelle Verständnis der Bundesrepublik Deutschland. Solange Diplomatie läuft, reden wir nicht über Streitkräfte. Ja? So, und solange wir das nicht ändern, und zwar natürlich nicht alleine, also im Sinne von, dass wir irgendwo hingehen und mit Militär drohen, weil das lächerlich ist, weil wir das sozusagen verfassungsrechtlich überhaupt nicht machen können, aber sozusagen in all diesen Fragen der multilateralen Verhandlungen nicht genau das gleiche Verständnis entwickeln, ja, dass Streitkräfte ein Instrument der Diplomatie sind und nicht was völlig Abgekoppeltes von der Diplomatie. Solange wird es auch nicht helfen, wenn Sie die Bundeswehr ausrüsten. Punkt. Und dann sage ich Ihnen, als jemand sozusagen, der studierende Offiziere ausbildet, dann geben Sie das Geld lieber in den Bildungssektor, weil Sie sind besser aufgehoben. Ja? Und das ist für mich sozusagen Zeitenwende. Zeitenwende ist eine grundlegende Überprüfung von Strukturen und Prozessen, wie wir unsere Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik machen. In Friedenszeiten, aber auch in Krisenzeiten. Und es ist sozusagen eine Diskussion über bestimmte Prinzipien deutscher Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und dazu zählt unter anderem, weil es halt im Zentrum der Rede von Olaf Scholz stand, diese 100 Milliarden, dazu zählt halt unter anderem auch die Frage, wie sehen wir eigentlich die Rolle von Streitkräften in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir diese beiden Prozesse nicht durchlaufen, egal mit welchem Ergebnis, dann meines Erachtens ja, dann brauchen wir keine 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, damit Sie sehen, was das bedeutet, sozusagen mit Friedenszeiten und sowas. Sie wissen alle, dass Olaf Scholz, oder vielleicht wissen Sie es nicht, im Mai ist er zur NATO gegangen, bei dem NATO-Gipfel in Madrid, und hat der NATO angeboten, eine Brigade kann nach Litauen verlegt werden. Diese Brigade wird gestellt von den 41ern in Neubrandenburg, die natürlich irgendwie mitbekommen haben, dass diese Brigade sozusagen vorgeschlagen wird in Madrid, mitbekommen haben, dass eigentlich alle zustimmen werden und die schon mal angefangen haben, das ganze Ding auszuplanen. Die hätten bis zum 15. Juni verlegbar sein können. Also, da waren die Fähren gemietet, da waren die Züge gemietet und da waren die LKWs gemietet, damit Material sozusagen von Neubrandenburg nach Litauen kann. Das Ganze ist dann abgeblasen worden, weil, wenn Sie sowas machen, brauchen Sie einen Brief des Staates, wo Sie stationieren wollen, der Sie einlädt.
und der kam nicht. Jetzt kann man sagen, Schuld der Litauer. Man kann aber auch natürlich einen Telefonhörer abheben und dann mal anrufen und fragen, Leute, wo ist der Brief? Man kann aber auch warten, bis der Brief kommt. Zwei unterschiedliche Optionen. Wir haben gewartet, bis der Brief kommt. Und deshalb sind die erst am 15. September dahin gegangen. Das ist das, was ich sage, Friedenszeiten. Da werden Strukturen und Prozesse nicht überprüft. Ja, da wird sozusagen der normale, wie ich immer böse sage, stabsstalinistische Gang gegangen in der deutschen Bürokratie, der halt lange dauert, der viele Schleifen hat, aber der einfach suggeriert, es ist nicht so dringend. So. Und wenn Sie das nicht machen, Strukturen und Prozesse überprüfen, auch Strukturen und Prozesse überprüfen in der Frage, jetzt kommen wir so zum Beispiel auf so einen Punkt, Nationaler Sicherheitsrat, ist der notwendig oder nicht? Ja, hilft er uns was oder hilft er uns nicht? Ich habe meine persönliche Meinung, aber diese Diskussion muss man führen. Wie ist es mit der sozusagen, wie ist es mit der generellen Aufgabenverteilung zwischen Bundeskanzleramt, Auswärtigen Amt in der Frage der Außen- und Sicherheitspolitik? Ist das noch sinnvoll, was wir da betreiben? Ist es noch sinnvoll, wenn wir wie Baerbock, glaube ich, oder Scholz, Außenpolitik aus einem Guss haben wollen, was immer das heißt, ist es noch sinnvoll, Entwicklungshilfe und Auswärtiges zu trennen? Oder sozusagen muss man das nicht viel stärker zusammenlegen, nicht nur zusammendenken, sondern zusammenlegen? All das sind Fragen, die wirklich, die würden Zeitenwende bedeuten. Und das sind alles Fragen, die wir uns nicht stellen. Und ich will jetzt einfach, ich habe den ganzen Teil, leider Gottes, weil ich viel zu lange geredet habe, nicht thematisiert, den ich thematisieren wollte. Aber ich will es mal hier belassen und einfach sagen, wir sind noch nicht in der Zeitenwende. Wir fangen jetzt vielleicht damit an, das müssen wir sehen, aber letzten Endes haben wir noch keine Zeitenwende der deutschen Politik gehabt. Obwohl, und das ist der große Punkt, obwohl um uns herum, wie Olaf Scholz richtig festgestellt hat, seit dem 24.02. eine massive Zeitenwende in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik stattfindet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Carlo, für diesen Parforce-Ritt durch die Außen- und Verteidigungspolitik. Wir sind noch gar nicht in der Zeitenwende. Interessant. Ja. Ich mache jetzt auch kein großes Statement, sondern bitte einfach um Fragen. Wer möchte etwas sagen? Ich komme da mit dem Mikrofon. Eine Frage, eine Anmerkung. Ja? Wenn Sie sich ein bisschen kurz fassen, damit noch andere. Aber bitte. Schauen Sie mir vorneweg schön. Ich bin das nicht gewöhnt, hier reinzusprechen. Ich hoffe, das geht so. Sie haben vor einer halben Stunde etwa gesagt, dass durch die kanadische Regierung in der UNO dieses Prinzip der Nichteinmischung geändert wurde in, man darf sich, wenn ich es richtig verstanden habe, ne, man darf sich einmischen, wenn in irgendeinem Nachbarland eine Bevölkerungsgruppe unterdrückt wird. Wer bestimmt dann aber, dass eine Bevölkerungsgruppe im Nachbarland unterstützt wird, unterdrückt wird? Das ist ein Prozess sozusagen, der durch eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen dann sozusagen zu einem offiziellen, nicht völkerrechtlich bindenden, also es ist keine Völkerrechtsnorm, aber sozusagen, die Grundlage ist eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Das heißt, die Mehrheit der Staaten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen haben diese Resolution verabschiedet. Wer das bestimmt, ist, wer immer bei der Frage der Wahrung der Sicherheit alles bestimmt, ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. So, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, bei der Libyen-Intervention zum Beispiel, ja, haben, also 13 Staaten, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Abstimmung war, aber sozusagen bei Zustimmung aller 5 ständigen Mitglieder eine Resolution verabschiedet, die diesen Verweis auf, das nennt sich Responsibility to Protect, also die Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft hat. Und damit war es die Handlungsgrundlage. So funktioniert das immer bei den Vereinten Nationen. Es ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der in der Frage von Frieden und Gefährdung von Frieden die Entscheidung trifft, ob dort, in dem Fall war es eine militärische Intervention, ne? Wir hätten jetzt auch ökonomische Interventionen oder diplomatische Interventionen. Das hängt vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ab. Sie sagten vorhin, die,
die nukleare Drohung von Russland war ja was ganz Neues, das so offen zu tun. Und man sollte versuchen zu verstehen oder man muss darüber nachdenken, was der Hintergrund ist, wenn ich es verstanden habe. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen ausführen, wie Sie es gemeint haben. Ja, es geht um nukleares Laden. Sie müssen sozusagen verstehen, und das hatten wir halt noch nie, ne, weil wir so eine Situation nicht hatten, während eines laufenden Krieges droht ein Staat ständig mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. So, und jetzt haben Sie so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die materielle Ebene. Das machen Satelliten. Also sie gucken sich an, passiert da eigentlich was? Es ist ja nicht nur so, dass sie gedroht haben, sondern sie haben zum Beispiel ein Manöver gemacht mit der nuklearen Komponente. Ja, was die Russen seit Jahren immer machen, sie machen Manöver, die haben eine nukleare Komponente. Das heißt zum Beispiel, ihre nuklearbetriebenen U-Boote sind zu einem Manöver ausgelaufen. Und jetzt ist die interessante Frage, klingt ein bisschen zynisch, interessante Frage, ja, sind die Sprengköpfe scharf gestellt? Das müssen sie wissen. Ja, bei taktischen Nuklearwaffen ist die Frage, liegt alles noch in den Silos oder werden sozusagen Sprengköpfe, bei taktischen Nuklearwaffen sind die Sprengköpfe von den Trägersystemen getrennt. Also teilweise bis über 80, 120 Kilometer. Und da gucken sie natürlich ständig, passiert da was? Passiert also was, wo die Sprengköpfe liegen? Kommen da Sprengköpfe raus? Ja, werden die irgendwo hingefahren? Und auch selbst dann müssen sie lernen, ist das jetzt ein Fake oder ist das sozusagen real? Und das sind halt alles Sachen, die müssen Sie wirklich erstmal lernen. Und Sie müssen zum Beispiel die Logik der Russischen Föderation mit den Nukleardrohungen lernen. Und Sie haben einen schönen Zusammenhang, dass immer dann, wenn es letzten Endes eine neue Stufe der Unterstützung der Ukraine gegeben hat, es im Vorfeld eine Nukleardrohung gegeben hat, der dann aber materiell nichts folgte und sozusagen nachdem diese neue Stufe der Unterstützung dann implementiert war, auch nichts folgte. Und Sie müssen diese Logik und den Zusammenhang müssen Sie verstehen, weil ansonsten haben Sie so zwei Möglichkeiten, die beide sehr gefährlich sind. Ja? Die eine ist, von vornherein zu glauben, die bluffen eh nur. Es kann dumm sein, wenn Sie es nicht tun. Und die andere ist, zu glauben, Sie tun es auf jeden Fall. Und das kann Sie dazu verleiten, sozusagen sofort Gegenreaktionen einzuleiten, ja, oder Gegenmaßnahmen einzuleiten, die andere Seite wiederum sozusagen als aggressiv erachtet. Und dann schaukeln Sie sich hoch. Ja? Und wie gesagt, so einen Fall gab es noch nie und deswegen müssen Sie ja wirklich lernen, den Versuch zu unternehmen. Und die Amerikaner sagen selber, sie verstehen das nicht hundertprozentig, aber sie sind jetzt wesentlich weiter, als sie noch vor 4 Monaten waren, diese Logik zu dechiffrieren. Ja? Weil so eine Situation kann sich sehr schnell, also von beiden Seiten dann, zu etwas hochschaukeln, wo letzten Endes sie dann eine Konfrontation haben. Ich sage jetzt mal ganz einfach so, die sich nicht lohnt, weil es keinen Grund dafür gab. Aber weil Sie dann jeweils die andere Seite nicht verstehen. Ja? Ja, also meine Einschätzung der aktuellen Lage ist, dass man der Ukraine genügend Material gibt, damit sie sich wehren kann, aber nicht genügend, dass sie letztendlich einen schnellen Sieg erreichen kann, erzielen kann. Mit dem großen Ziel dahinter, dass letztendlich Russland so sehr geschwächt wird, dass es anschließend nicht mehr in der Lage ist, einen weiteren Krieg zu führen gegen Deutschland oder dessen Verbündete. Man sieht jetzt aber, dass Russland langfristig oder sich darauf vorbereitet, einen sehr langen Krieg zu führen. Mhm. Wie ist da Ihre Einschätzung dazu, ob Deutschland dort letztendlich die gesamte Lage ein bisschen unterschätzt in Hinsicht auf die Langfristigkeit? Ob Deutschland was? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Wie schätzen Sie da die Lage ein Richtung Deutschland, dass dort unterschätzt wird, wie langfristig letztendlich man das Ganze unterstützen muss? Ich fange mal mit dem Letzten an. Das wird nicht unterschätzt, weil es wird seit Monaten sehr hart daran gearbeitet, ein System, also nicht nur in Deutschland, sondern sozusagen im NATO-Verbund und auch mit den Europäern, ein im Prinzip System aufzustellen, das eine langfristige Unterstützung der Ukraine gewährleisten kann. Also diese Entscheidung im Europäischen Rat von vor, keine Ahnung, 2 Monaten, Geld für bis zu 1 Million Schussmunition, also Artilleriemunition, zur Verfügung zu stellen, Rahmenverträge zu öffnen. Also Rahmenvertrag heißt, Deutschland hat mit, ich sage jetzt mal KMW, einen Vertrag zu bestimmten Konditionen.
kann darüber bestellen und KMW als normales Rüstungsunternehmen funktioniert natürlich marktwirtschaftlich. Ja, also Deutschland bestellt und dann kommen die Rumänen zum Beispiel und sagen, wir wollen aber auch, und dann sagt KMW, alles super, aber ihr stellt euch hinten an. So. Wenn Deutschland jetzt seine Rahmenverträge öffnet, dann können Deutschland und Rumänien über den Vertrag der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam bestellen. Das ist eine ganz andere Situation. Also von daher, man ist dabei. Das Problem ist nur, und das muss man ganz klar sehen, also es ist jedem der beteiligten Akteure klar, dass der zentrale Punkt ist, es muss jetzt ein System gefunden werden, die Ukraine nachhaltig zu unterstützen. Und zwar mit allem, was bisher dahin geliefert worden, weil das Zeug geht ja auch kaputt. Also nicht nur, weil die Russen es möglicherweise kaputt schießen, sondern das Zeug geht ja auch so kaputt, weil es eine irrsinnige Belastung ist. Da geht es um Fragen von Munition, da geht es um Fragen von Ersatzteile, da geht es aber auch um Fragen von Nachbau. Ja? Und jetzt haben sie das Problem, dass sie diese Produktionsstätten in Europa gar nicht mehr haben. So, das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, wir müssen teilweise neue Produktionsstätten errichten. Und ich glaube, das war den Beteiligten nicht klar, wie problematisch das Ganze ist. Das geht genauso, wenn Sie jetzt anfangen, darüber nachzudenken, dass zum Beispiel nachhaltig Panzer in die Ukraine geliefert werden müssen. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie lehren wirklich Ihre Streitkräfte. Das ist keine gute Idee. Ja? Oder Sie produzieren neue Panzer. No. Das können Sie machen. Und wenn Sie jetzt zu Rheinmetall gehen und sagen, Rheinmetall, ich gebe dir einen Auftrag von 1000 Panzer, 500 gehen in die Bundeswehr, 500 gehen in die Ukraine, dann sagt Rheinmetall, alles super, machen wir alles. Also wir bauen eine neue Produktionsanlage auf, wir sozusagen stellen normale Schweißer ein und schulen die zu Panzerschweißern um, weil das noch immer was anderes ist. Und dann wird Ihnen Rheinmetall aber Folgendes sagen. Bis der erste Panzerstall da ist, vergehen 18 Monate. Logistikketten. Wir haben kaum Panzerstahl in Europa, der kommt aus Asien, die bauen selber ihre Panzer. So, dann sagt Rheinmetall, wenn wir sozusagen noch mehr drauflegen an Geld, dann kommt er vielleicht in 12 Monaten. So, dann kriegt er aber keine 1000 Panzer, sondern vielleicht nur 800, sage ich jetzt mal. Und dann sagen sie, okay, aber vor 12 Monaten wird er kein einziger Panzer gebaut. Und das sind solche Geschichten, die machen das Ganze so schwierig. Ja, das sind die Geschichten, die machen das Ganze so schwer. Ich glaube, mittlerweile geht jeder davon aus, ich glaube, gestern war ein Bericht in der Washington Post. Keiner rechnet eigentlich damit, dass diese Offensive, die kommen wird von den Ukrainern, dass die einen entscheidenden Durchbruch erlangen wird. Und da kommen wir so in jetzt so ein Problem. Ne? Warum keinen entscheidenden Durchbruch? Weil natürlich Teile der Lieferungen an Schützenpanzern und Panzern viel zu spät kamen. Was es den Russen wiederum erlaubt hat, ihre Verteidigungsstellungen im Süden und im Norden der Krim so zu härten, dass es einfach schwierig werden wird. Ja? Aber das generelle Prinzip, ja, wir haben am Anfang der Ukraine genug geliefert, damit sie sich verteidigen kann, aber nicht entscheidend irgendwie was machen kann. Aber das Problem, das sich stellt, und das ist wirklich das Problem, ist, und da sind wir ein bisschen sozusagen auf die NATO-Strategie der 70er Jahre zurückgeworfen. Die Russen machen alles über Quantität. Menschen und Material. Die holen die ältesten Schrottpanzer sozusagen aus ihren Silos von hinter dem Ural, versehen sie ein bisschen mit moderner Optik und schmeißen sie an die Front. Also wir sind mittlerweile, glaube ich, beim T-25. Wenn es noch weiter runter geht, dann sind wir bei Panzern, die vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Ja? So. Und sie machen das über Mobilisierung und schmeißen Leute an die Front. Also sie machen es über Masse. Und wenn Sie sich angucken, wie die Russen kämpfen, ein paar Sachen haben sie taktisch gelernt, aber im Großen und Ganzen kämpfen sie wie im Zweiten Weltkrieg, über Wellen, über Massen. Und dem kann die Ukraine naturgemäß nichts gegenstellen. Das ist ein 42 Millionen Menschenvolk gegenüber einem, was haben die Russen, 157 Millionen, glaube ich. So, ja, die hatten eine, keine schlechte, aber keine riesige Armee, die Russen haben diese riesige Armee, also als Landstreitmacht. Und von daher gehen die Ukraine unterstützenden Staaten jetzt zurück zu dem, was das NATO-Problem in den 70er Jahren war, auf der konventionellen Ebene. Weil die NATO hat damals auch das Problem gehabt, zu sagen, quantitativ kriegen wir das nie hin, was die Russen da alles produzieren. Also müssen wir Qualität dem gegenübersetzen. Und deshalb kommen die Leos in die Ukraine. Ja? Deshalb bilden wir ukrainische Soldaten und Soldatinnen in Deutschland, in Großbritannien aus, in taktischer Operationsführung, weil das die einzige Chance ist, über sozusagen Qualität der Quantität der Russen was entgegenzusetzen. Eine andere Chance gibt es nicht.
Die Ukrainer werden nie in der Lage sein, so viele Leute zu mobilisieren. Wir werden nie in der Lage sein, so viel Gerät überhaupt zu produzieren. Wir haben es ja selber noch nicht mal, aber wir werden es auch nicht produzieren können. Also kann die Formel nur aufgehen zwischen Quantität versus Qualität. Jetzt gab es noch einen Punkt, auf den ich was sagen wollte. Das war ganz am Anfang von Ihrer Frage. Ach so, Russland nachhaltig geschwächt. Ich glaube, das war am Anfang durchaus ein Kalkül, aber letzten Endes, also wenn Sie sich mit NATO-Leuten unterhalten, die sagen Ihnen, und das ist eine extrem konservative Schätzung, ja, die sagen Ihnen, die russischen Landstreitkräfte werden 3 bis 5 Jahre brauchen, um sich wieder zu regenerieren. Also sie kriegen diese Armee nicht klein gehalten, for good, forever. Sie kriegen nur das hin, und das wird sozusagen eine der Sachen sein, die wirklich, also wenn es zu Verhandlungen kommt, die einer der Knackpunkte der Verhandlungen sein werden. Die Russische Föderation wird darauf drängen, Sanktionen im Hochtechnologiebereich sozusagen fallen zu lassen. Das ist aber der Bereich, der es den Russen erlaubt, modernes Gerät zu produzieren. Ja, also die Hochtechnologie-Sanktionen, wissen Sie, Sie kennen alle die Bilder von den Waschmaschinen, ne, die die Russen da geklaut haben. Und alle haben gedacht, die plündern und pipapo. Nee, in diesen Waschmaschinen sind westliche Chips drin, die sie für ihre Waffenproduktion gebraucht haben. Deshalb haben die Waschmaschinen geklaut. Das war der Auftrag. Weil die Russen kommen momentan an diese ganze Hochtechnologie nicht ran und deshalb müssen sie sozusagen bei ihren modernen Produktionsstätten, wie den Armata-Panzer und die neuen Fregatten, da fahren sie komplett fast auf Null runter. Also wenn Sie verhindern wollen, dass die russische Armee irgendwann sowas nochmal machen kann, müssen Sie die Sanktionen im Hochtechnologiebereich weiter beibehalten, solange dieses Regime in Moskau an der Macht ist. Das wird aber eine der Forderungen sein bei Verhandlungen der Russen, wenn sie Zugeständnisse irgendwo machen, dass sie im Gegenzug sozusagen diese Sanktionen nicht mehr haben. Das wird einer der dicken Knackpunkte sein. Ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen. Ich würde die gerne hintereinander dran nehmen und dann... Und ich soll kürzer reden. Und langsam zum Schluss kommen. Okay. Ja, können wir machen? Okay. Mit dem kürzer reden weiß ich nicht. Dankeschön. Kleine Anmerkung, ohne um dann gleich zur Frage zu kommen. Ich finde es sehr lustig, dass wir in Deutschland quasi so stolz sind, uns jetzt dem 2%-Ziel quasi anzunähern. Eine Festlegung, die wir getroffen haben oder wo wir uns verpflichtet haben, vor der Zeitenwende. Mhm. Frage meinerseits geht aber von Russland und Ukraine weg. Wo bewegen wir uns hin? Wir reden seit, ich glaube, mindestens 20 Jahren bei der Bundeswehr, auch in der politischen Bildung, über Krieg um Wasser in Afrika. Noch länger. Kann auch gut noch länger sein. Aber auf unserem Schirm in irgendeiner strategischen Ausrichtung scheint das irgendwie nicht drauf zu sein groß. Wann kommt es dazu? Müssten wir da nicht eigentlich schon längst sein, dass wir da eine Strategie haben? Und wie müsste die aussehen? Sören Rohner, vielen Dank für Ihren Vortrag. Meine Frage, mit welchem Ziel unterstützt die Bundesrepublik Deutschland die Ukraine? Gerade mit dem Blick auf 2%-Ziel, das kam ja eben gerade wieder, da sind wir ja bei unserer Parlamentsarmee, die wir aufbauen wollen und militärischer, materieller Unterstützung, die in die Ukraine geliefert wird. Also was ist das Ziel von Deutschland, die Ukraine zu unterstützen? Ja? Denken wir da Krisenmodus an die ersten Wochen, das haben Sie ja schön beschrieben, oder was ist das genaue Ziel? Ja? Sie meinen jetzt generell die Ukraine zu unterstützen oder jetzt in ihrer Verteidigung? Ja, schon generell, genau, schon generell. Was ist das generelle, genaue Ziel? Wo unterstützen wir hin? Also wo endet die Unterstützung? Das kann man auch so formulieren. Wo endet die Unterstützung? Okay. Wären wir Kriegspartei, würde es heißen, was ist das Kriegsziel? Okay. Ja, vielleicht eine kleine Ergänzungsfrage zu den Waschmaschinen. Und zwar kann ich dem irgendwie nicht ganz folgen, weil so eine Waschmaschine ist ja doch ziemlich schwer. Und wenn ich jetzt davon hunderte Stück transportieren muss, ist das ja schon ein logistisches Problem. Da ist es doch viel einfacher, wenn ich dann Mikrowellen transportiere oder ich eben den Soldaten sage, baut doch mal bitte da die Platinen aus und gibt uns nur die Platinen zurück. Das ist doch dann logistisch viel einfacher zu transportieren. Wäre das dann nicht eine logischere Konsequenz davon, wenn man auf die Chips aus ist? Also bei den Platinen ist es ganz einfach so, da müssen Sie erstmal das Wissen drüber haben. Die Order war, Mikrowellen sind ja auch geklaut worden.
Alles sozusagen, was Elektronik war, ist da rausgeschafft worden. Und das war ja am Anfang so, wo man sich gedacht hat, wo man sich auch so ein bisschen lustig drüber gemacht hat, ja, bis eigentlich die Sache klar war, die bauen die Technologie da aus und wiederverwerten sie für ihre Sachen, die sie brauchen, weil sie halt diesem Sanktionsregime unterlegen sind. Aber sie können, also die Videos mit Russen, die Waschmaschinen da abtransportieren, die gibt's zuhauf. Ja. Ach so, ja, ich muss antworten. Waren ja drei Fragen. Kriegsziel? Wir haben letzten Endes das Ziel, ob wir es erreichen werden oder nicht, ist eine ganz andere Frage, dass die Ukraine territorial unversehrt bleibt und souverän ist. Das ist das Kriegsziel. So. Wir haben aber von vornherein klar gemacht, und daran halten wir uns auch sklavisch, und das ist sozusagen der dreckige Kompromiss, den wir machen, ja? Dass wir nicht zur Kriegspartei werden. Das heißt, es wird keine Bodentruppen geben, kein NATO-Staat, die NATO als Ganzes wird sich nicht aktiv an Kampfhandlungen beteiligen. So, das ist die rote Linie. Und damit haben wir natürlich, haben wir schon so einen inhärenten Widerspruch. Na? Weil man einfach sagen müsste, wenn wir das wirklich wollen, dass die Ukraine gewinnt, dann müssten wir auch bereit sein, das zu tun. Das werden wir aber nicht tun, was völlig richtig ist, weil dann diese Auseinandersetzung auf eine andere Ebene gehoben wird. Und deswegen ist das Kriegsziel, das ist genauso mit dem Kriegsziel, das hat sich erst im Laufe des Krieges sozusagen rausgebildet. Ganz am Anfang, in den ersten Wochen hatten sie, man muss die Russen zurückdrängen auf die Linie 24.2. oder 23.2. Und dann kann man nochmal in Verhandlungen einsteigen. Dann hat es sich sozusagen erweitert in dieser Frage, und dafür ist ja Scholz die ganze Zeit geprügelt worden, weil er ja nie gesagt hat, die Ukraine muss gewinnen und die Russen müssen verlieren. So, er hat immer gesagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Aber letzten Endes, glaube ich, ist das semantisch genau das Gleiche gewesen. Ne? Der Punkt ist, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Was heißt, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen? Und da sozusagen sind wir in einem breiten Spektrum. Ja? Ich glaube sozusagen in der Minimaldefinition heißt das letzten Endes, Russland darf definitiv nicht die vier annektierten Oblaste weiterhin beibehalten. So, weil dann wäre dieser Krieg aus russischer Perspektive zumindest in einem Teil gewonnen. Und das gilt es zu verhindern. Dem steht aber entgegen, muss man auch ganz klar sagen, die Russische Föderation hat 2020 ihre Verfassung geändert. Und da ist ein Passus eingefügt, da sind zwei Passi eingefügt. Der eine Passus, der eingefügt worden ist, ist letzten Endes, jeder russische Präsident, der Staatsgebiet veräußert, begeht Hochverrat. Das ist ein Problem, wenn sie jetzt vier Oblaste annektiert haben. Aber das können Sie ignorieren. Es gibt einen Weg, wie Russland Territorium abtreten kann. Wenn Sie sich mit den Experten unterhalten, mit den Russland-Experten, sagen die, der ist so kompliziert und verschachtelt, dass es nur theoretisch möglich ist, es praktisch nicht möglich ist. Das heißt, das wird auch einer der Punkte sein, sozusagen, wie kriegt man Russland dazu, diese Territorien aufzugeben, weil es von der Verfassung her echt problematisch ist. So, also von daher, Kriegsziel ist eins, wie der Krieg selber, also wie bei den Russen auch, die ihre Kriegsziele ständig anpassen, müssen wir auch unsere Kriegsziele anpassen. Ich habe jetzt so die maximalen definiert. Mit Verlauf der Kampfhandlungen können die sich entweder erweitern oder sie können sich verengen. Da muss man einfach realistisch bleiben. So. Wasser Afrika. Ja, das ist immer so ein Punkt. Also ich sage immer, 1991 hat der ehemalige Direktor der Weltbank, Joyce Starr, ein Artikel in Foreign Policy geschrieben, der hieß The Next Wars Will Be Over Water. Wir haben bis heute keinen einzigen Wasserkrieg erlebt. Wasser ist ein Konfliktverstärker, kein ursächlicher Grund. So, wir sehen sozusagen kooperative Wasserregime. Wir sehen aber dort, wo es konfliktiv ist und Wasser auch eine Rolle spielen könnte, dass Staaten sozusagen mit dieser Wasserfrage spielen. Aber das Ursächliche ist was anderes. Deswegen glaube ich nicht, dass es Wasserkriege geben wird. Und die Frage ist sozusagen, deswegen brauchen wir da auch keine Strategie. Wir brauchen eine Strategie sozusagen für Afrika. Ja? Und dem steht aber entgegen, dass, das hat auch was mit unseren Ressourcen zu tun, das hat aber natürlich was mit dem 24.2. zu tun, dass momentan im Rahmen der NATO, aber auch der EU,
eigentlich alles auf Bündnisverteidigung getrimmt wird. Und damit fallen andere Regionen dieser Welt hinten über, muss man ganz einfach so sagen. Weil wir dann ja wieder innenpolitische Konsequenzen bekommen. Klar, natürlich. Aber wie gesagt, das ist die Priorität jetzt. Also wir sagen noch immer offiziell, also offiziell gilt noch immer diese NATO-Marschrichtung, wir haben den 360-Grad-Blick. Aber wenn Sie sich angucken, sozusagen, wie Streitkräfte-Dispositive sind, wie umgeschichtet wird in den einzelnen Nationen, naja, offiziell 360-Grad-Blick, wir halten sozusagen noch immer irgendwelche Kräfte für IKM, also internationale Krisenmissionen vor, nicht nur die Deutschen, sondern auch die anderen. Wie realistisch ist das? Sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Mali wird sozusagen der letzte Abgesang werden einer größeren internationalen Krisenmission. Und dann ist auch erstmal vorbei. Ja. Und wenn man dann jetzt, wie möglicherweise jetzt am Ende der Woche in den Sudan reingeht, um Ausländer, nicht um die eigenen Staatsbürger da rauszuholen, das ist natürlich eine andere Geschichte, das wird immer weiter passieren. Aber letzten Endes diese Frage von größeren Stabilisierungsmissionen, das ist erstmal komplett ad acta gelegt. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich beifall es. Ich glaube ja, wie sowohl der Vortrag als auch diese Fragen, die jetzt gekommen sind, gezeigt haben. Und wir könnten wahrscheinlich in diesem Hörsaal den ganzen Abend zusammenbleiben und das weiter vertiefen. Wenn ich hier rauchen darf, können wir das machen. Ja, nee, das ist leider nicht ganz erlaubt heute. Aber als wir kratzen, glaube ich, an vielen Sachen erstmal nur am Rande. Wir haben das heute vorgeführt bekommen für die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik. Es wäre ja zu fragen, ob das bei anderen Ländern nicht auch so ist. Ja, absolut. Zeiten, wenn es ein deutscher Begriff, heute war in der Zeitung zu lesen, Polen und Ungarn wollen kein ukrainisches Getreide mehr, weil es ihnen zu billig ist. Das hilft aber der Ukraine übrigens nicht. Was ist denn da Zeitenwende? Mhm. Dann haben wir die Rede von Macron gehabt, der sagt, also Europa muss insgesamt sich auf die Füße stellen. Vielleicht zur Unzeit, aber ihm wird ja auch gesagt, ganz unberechtigt ist es nicht. Wie die nächste amerikanische Administration aussieht, wenn da wieder Wahlen sind, kann ja alles Mögliche passieren. Also das sind weitere Punkte. Wir hatten das Thema Afrika, wie es in der Weltpolitik mit dem Klimawandel und so weiter aussieht. Also Zeitenwenden wäre noch erheblich mehr zu tun, als was nur in der Außen- und Verteidigungspolitik stattfindet. Und wir sind immer noch alle zusammen im Routinemodus in diesem Land. Das hast du auch bestätigt, denke ich, in deinem Ausführungen, die ich übrigens hochinteressant und sehr sortierend und nochmal einordnend und klar fand, beim Aufsichtfahren. Aber in die Perspektiven, in die Zukunft rein, werden wir wahrscheinlich hier als Hochschule für angewandte Wissenschaft auch in dieser Ringvorlesung überfordert sein. Also aber erstmal ganz herzlichen Dank für diesen brillanten Einstieg in das Thema für uns. Danke. Darf ich noch mal darauf hinweisen, wie es weitergeht? Wer also ein Feedback geben will zu der Veranstaltung und Kommentare abgeben will und Einwände, bitte sehr gerne hier diesen QR-Code scannen und uns das live oder auch später noch mitteilen. Noch ein Hinweis, es geht weiter. Wir switchen. In dem letzten männlichen Vortrag, der vierte in der Reihe, in der Mitte, in zwei Wochen am 9. Mai, ein Heimspiel für Professor Dr. Thomas Villmann von hier zur Frage, wie das mit der künstlichen Intelligenz ist und der Zeitenwende. ChatGPT, ob er uns das Denken abnimmt oder ob das nicht vielleicht auch gefährlich ist. Ich bin sehr gespannt und freue mich, Sie wiederzusehen. Danke und allen noch einen schönen Abend.